Arbeitsraum einrichten und verwalten. Mit den entsprechenden Zugriffsrechten können Sie in Portal iZug einen Arbeitsraum einrichten. Dazu klicken Sie unter Arbeitsplatz auf Arbeitsraum. Dann sehen Sie auf einen Blick alle Arbeitsräume, zu denen Sie Zugriff haben. Klicken Sie jetzt auf Hinzufügen Arbeitsraum. Im folgenden Dialogfenster geben Sie dem Arbeitsraum einen aussagekräftigen Titel. In der Beschreibung fassen Sie kurz zusammen, worum es in diesem Arbeitsraum geht. Dieser Text wird in den Suchergebnissen angegeben, sollte also kurz und bündig sein. Im Textfeld können Sie den Arbeitsraum ausführlicher beschreiben. Wenn alle Angaben gemacht sind, speichern Sie. Und schon ist ein neuer Arbeitsraum errichtet und erscheint in der Übersicht. Unter Aktionen Freigabe können Sie jetzt Mitarbeitende in Ihren Arbeitsraum einladen und ihnen entsprechende Rechte vergeben. Im Suchfenster suchen Sie nach den gewünschten Personen und können dann die Rechte lesen, hinzufügen, bearbeiten, verwalten vergeben. Es empfiehlt sich, eine zusätzliche Person als Stellvertretung mit allen Rechten auszustatten. Wenn Sie allen Personen die gewünschten Rechte vergeben haben, speichern Sie. Normalerweise werden Berechtigungen von einem Ordner auf die in ihm befindlichen Inhalte übertragen. Wenn Sie dies nicht wollen, deaktivieren Sie diese Option. So können Sie für jeden einzelnen Inhalt individuelle Rechte vergeben. Unter Info sehen Sie alle berechtigten Personen und ihre individuellen Zugriffsrechte. Jeder Arbeitsraum muss mindestens mit einem Ordner strukturiert werden. Sie erstellen einen Ordner wieder über die Schaltfläche Hinzufügen und wählen dann Ordner. Sie geben auch dem Ordner einen Titel, fassen kurz zusammen, wozu dieser Ordner dient und können im Feld Text den Ordner umfassend beschreiben. Sie können verschiedene weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel Stichworte eingeben, einen Inhalt nur begrenzte Zeit von bis freigeben, Urheberrechte und Beitragende erfassen. Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, speichern Sie. In der Startansicht bietet Ihnen der Ordner eine Übersicht über die letzten Veränderungen. Sie können weiter Dokumente hochladen, Termine vereinbaren, Sitzungen einberufen, Traktanten setzen und protokollieren sowie Aufgaben verteilen. Unter Info sehen Sie, wer in Ihrem Arbeitsraum mit welchen Berechtigungen Zugriff hat. Jetzt ist Ihr Arbeitsraum mit einem Ordner strukturiert, die Mitarbeitenden sind eingeladen und die gewünschten Zugriffsrechte vergeben. Die Arbeit kann losgehen. Einige der Möglichkeiten will ich Ihnen hier gerne zeigen. Sie aber auch einladen, probieren Sie die verschiedenen Optionen einfach mal aus. Sie können weitere Ordner und verschiedene Module Ihrem Arbeitsraum hinzufügen. Sie können Benachrichtigungen direkt aus dem Arbeitsraum an einzelne oder alle Mitarbeitenden verschicken. Sie können Ordnerinhalte ansehen, kopieren, ausschneiden, umbenennen, löschen und deren Status ändern. Wenn Sie sich in einem Ordner befinden, so stehen Ihnen unter Hinzufügen weitere Optionen zur Verfügung. Sie können Aufgaben hinzufügen, Dateien, Unterordner oder Inhaltsseiten erstellen, eine Sitzungsumfrage starten, Termine vereinbaren oder Dateien hochladen. Sie können auch die Darstellung in Ihrem Ordner ändern. Ihnen stehen auch verschiedene Aktionen zur Auswahl. Etwa die Benachrichtigung von Mitarbeitenden oder die Bearbeitung von Zugriffsrechten oder natürlich das Löschen von Inhalten. Mit Anzeigen gelangen Sie immer auf die Übersichtsseite eines Ordners.
und unter Bearbeiten können Sie die Grundeinstellung Ihres Ordners bearbeiten.